Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge der Mister-Reihe. In den letzten vier Episoden haben wir einen USB-Controller gebaut, die Mister-Hardware zusammengesteckt, die Software installiert und abgedatet und Videospielkonsolen und Arcade-Automaten zum Laufen gebracht. Für Computersysteme habe ich mir jetzt ein anderes Format überlegt. Wir legen jeweils ein System unter das Mikroskop, das wir zuerst in den historischen Kontext einordnen, uns dann die Möglichkeiten und Einschränkungen seiner Emulation ansehen und uns zum Schluss das System auf dem Mister ausgiebig live anschauen. Den Anfang macht der Computer, der mein erster Computer war und natürlich auch der vieler Kinder der 80er Jahre, der liebevoll Brotkasten genannte Commodore 64. Wir können uns hier natürlich nicht die gesamte Geschichte von Commodore anschauen, deswegen nur ein paar interessante Eckpunkte. Commodore wurde 1954 von Jack Tramiel als Büromaschinenhersteller in Toronto gegründet. In den 70ern stellten sie unter anderem Taschenrechner her, wobei sie die ICs von Texas Instruments bezogen. TI stellte aber seit 1975 eigene Taschenrechner her, mit denen sie die Preise von Commodore deutlich unterbieten konnten. Um selbst integrierte Schaltkreise für die eigenen Produkte günstig herstellen zu können, kaufte Commodore 1976 den Halbleiterhersteller MOS Technologies auf. MOS hatte den günstigen Prozessor 6502 als gerade noch so legale Kopie des deutlich teureren 6800 von Motorola entwickelt, der dann unter anderem von Steve Wozniak als Kernstück des Apple I benutzt wurde. Als Testplatine für den Chip verkaufte MOS selbst den KIM 8, der für $250 einen deutlich einfacheren Einplatinencomputer darstellte als der Apple I für $666 und deswegen auch sehr erfolgreich bei den damaligen Computerbastlern wurde. MOS überzeugte ihren neuen Besitzer Commodore, dass ein Büromaschinenhersteller auch Computer bauen sollte, sodass Commodore ab 1977 die PET-Reihe anbot, als Weiterentwicklung des KIM 8 die ersten richtigen Computer mit Bildschirm, Tastatur und einem Kassettenrekorder als Massenspeicher in einem Gehäuse, die bei Versandhändlern wie Quelle für alle, die anfangs 3000 D-Mark dafür übrig hatten, bestellbar war. Ebenfalls 1977 wurde bei MOS der 6561 Video Interface Chip, kurz VIC, entwickelt. Dieser Sound- und Grafikchip fand jedoch keine Abnehmer im eigentlichen anvisierten Bereich der Industrie- und Videospielgeräte. Commodore entwickelte auf der Basis dieses Chips den Volkscomputer 20, kurz VC20, der ab 1981 für 900 Mark auf den Markt kam. Der Computer hatte nur 5 KB statisches RAM. Software wurde also vor allem auf ROM-Steckkarten ausgeliefert, weil nur sehr kleine Programme ins RAM passten. Es gab aber auch RAM-Erweiterungskarten auf bis zu 64 KB. Und 1982 erschien das Diskettenlaufwerk 1540, das leider aufgrund eines Designfehlers furchtbar langsam war und dessen traurige Geschwindigkeit auch für eine lange Zeit der Commodore 8-Bit-Computern aus Kompatibilitätsgründen nicht erhöht wurde. Zumindest in der mit den Computern ausgelieferten Software. Der Rechner unterstützte jetzt, anders als der PET, 16 Farben. Aber er hatte weiterhin keinen echten Grafikmodus oder Hardware-Sprites. Grafiken wurden also durch Umdefinition des Zeichensatzes im Textmodus dargestellt, indem der Rechner 22x23 Zeichen zu je 8x8 Pixeln darstellen konnte. Insgesamt also 176x184 Pixel auf dem Bildschirm. Die Audioausgabe, die vom VIC nebenbei mitgemacht wird, ist auch relativ primitiv. Es gibt 3 Rechtecksgeneratoren und einen Kanal mit weißem Rauschen, allerdings keine Hüllkurven und nur eine gemeinsame Lautstärkeeinstellung. Trotzdem war der VC20 als erster Computer, von dem mehr als 1 Million Exemplare verkauft wurden, ein großer Erfolg. Um aber auf Dauer mit anderen Computerherstellern, die teils schon deutlich mehr Funktionen anboten, mithalten zu können, wurde der Nachfolger des VIC entwickelt und 1982 vorgestellt. Der VIC 2 konnte echte Grafik mit 320x200 Pixeln. Der Textmodus unterstützte jetzt 25 Zeilen zu je 40 Spalten. Scrolling und 8 Sprites
Mit Kollisionsabfrage wurden von der Hardware unterstützt und das Bild wird, wie bei S-Video, getrennt als Chrominanz- und Luminanzsignal ausgegeben, was eine deutlich schärfere Darstellung auf dem Monitor ermöglicht. Nebenbei kann der VIC 2 auch DRAM refreshen, sodass dieser günstigere Speicher statt des teuren statischen RAM eingesetzt werden kann. Ton konnte der neue Chip aber nicht mehr ausgeben. Dafür wurde als Ergänzungsbaustein das Sound Interface Device, kurz SID, eingeführt. Mit seinen drei unabhängigen Stimmen mit jeweils eigener Wellenform, Hüllkurve, Filtern und Lautstärkeregelung war er der leistungsfähigste Soundchip der 8-Bit-Ära. Der Computer, der um die beiden Chips herum entwickelt wurde, der VC10, war ansonsten aber sehr unattraktiv. Mit gerade einmal 2 KB RAM, einer Folientastatur, fehlendem ROM-Basic und spärlichen Schnittstellen war er eher eine Spielekonsole als ein richtiger Rechner. Er wurde in Deutschland nie auf den Markt gebracht. Ganz anders erging es dem Commodore 64. Er kam 1982 für 1.500 Mark in die Kaufhäuser, wurde 11 Jahre lang hergestellt und ist mit 22 Millionen Exemplaren der meistverkaufte Computer der Welt. Er basiert ebenfalls auf VIC 2 und SID, bietet aber 64 KB RAM, die sich aber nur dann vollständig nutzen lassen, wenn das komplette ROM, bestehend aus 8 KB Microsoft Basic, 7 KB Kernel und 2 festen Zeichensätzen, deaktiviert wird, weil die CPU nur 65.536 Adressen ansprechen kann und kein komplexeres Bankswitching vorgesehen ist. Daher die berühmte Meldung 38.911 Basic Byte 3. An Schnittstellen gab es 2 Joystick-Ports, die auch für Mäuse, Lichtgriffel und Pedals benutzt werden konnten, ein Expansion-Port für Systemerweiterungskarten wie die etlichen von Drittherstellern erhältlichen Speichererweiterungs- und Beschleunigerkarten, Videoausgänge für ein moduliertes Signal zum Anschluss an einen Fernseher, Composite- und S-Video sowie ein Mono-Audio-Ausgang, ein CBM-Bus für kompatible Massenspeicher und Drucker, ein Datasetten-Port und der User-Port mit GPIO-Pins für alle denkbaren Mess- und Steueraufgaben. Zunächst war der C64 im gleichen Gehäuse wie der VC20, allerdings in beige statt grau. Die Form und Farbgebung führte zu der Bezeichnung Brotkasten. Es gab mit dem Educator 64 auch einen All-in-One C64 mit monochromem Bildschirm im robusten PET-Gehäuse speziell für Schulen. 1984 erschien mit dem SX64 ein schleppbarer C64 mit eingebautem 5-Zoll Bildschirm und Diskettenlaufwerk im Koffer, von dem allerdings nur ca. 9000 Stück hergestellt wurden. 1986 erschien mit dem C64C eine Version mit flacherem, moderner aussehenden Gehäuse. Über die Jahre wurde auch die Platine verkleinert und die Anzahl der Chips reduziert, um Kosten zu sparen. Eine besonders kostensparende Version des C64 wurde 1987 für 299 Mark bei Aldi verkauft. 1990 wurde mit dem C64 GS versucht, ein C64 ohne Tastatur und ohne Kassetten- und Diskettenanschluss als modulbasierte Spielekonsole auf den Markt zu bringen. Da dieses Gerät aber trotz des reduzierten Funktionsumfangs nicht merklich günstiger war als der richtige C64, ist es gefloppt und wurde vielfach verramscht. Der C64 war der Mittelpunkt eines gigantischen Marktes von Peripherie und Software, der hier aufzuzählen unmöglich wäre und die selbst heute noch neue Erscheinungen hervorbringt. Über die gesamte Lebensdauer aber blieb die Software im ROM und die Portbelegung dieselbe, wohl auch der Kompatibilität wegen. Im Gegensatz zu vielen westlichen Computern, die im Ostblock geklont wurden, gab es vom C64, vermutlich wegen seiner Spezialchips, keinen Ostnachbau. Der C64 war trotzdem auch in der DDR ein überaus beliebter Computer, der hohe Preise aufrief. Im Haus der jungen Talente in Ost-Berlin waren auch C64 zu benutzen, die ganz offiziell für 6.500 Mark der DDR pro Stück beschafft worden waren. 1983 stellte MOS den TED-Chip vor, der wieder Grafik und Sound in einem IC vereinigte. Er war dem VIC 2 in wenigen Punkten überlegen, in vielen Aspekten aber schlechter, so gab es wieder keine Hardware-Sprites. Die auf ihm basierenden Computer wie der C16, der vor allem auf einen niedrigen Preis optimiert war, und der Plus 4, der als Businessgerät mit einem kleinen Gehäuse mit Standardsoftware im ROM ausgeliefert wurde, konnten sich trotz des moderneren Basics vor allem deswegen nicht durchsetzen, weil sie mit der Software und großen Teilen der Hardware des C64 inkompatibel waren. 1985 wurde mit dem C128
der letzte große 8-Bit-Computer vorgestellt. Aus der Erfahrung mit den TED-Computern hatte Commodore gelernt, dass die Kompatibilität des C64 das wichtigste Verkaufsmerkmal ihrer Rechner ist. Im Falle des 128ers hieß das, dass er einen C64-Modus beinhaltete, mit dem der Rechner sich exakt wie ein C64 verhielt, mitsamt sämtlicher Designfehler. Um von den neuen Funktionen wie der schnelleren CPU, dem deutlich schnelleren Diskettenzugriff, der 80-Spalten-Grafik mit RGBI-Monitoranschluss, dem besseren BASIC und den 128 KB Speicher, nach denen der Rechner benannt ist, zu profitieren, musste er im C128-Modus laufen, für den es allerdings wiederum kaum Software gab. Außerdem lag das Betriebssystem CPM, das in den späten 70ern und frühen 80ern der Standard für Bürocomputer war, bei, für dessen Ausführung der C128 sogar einen kompletten zweiten Prozessor, einen Z80 von Zilog, enthielt. Um jedoch Disketten von anderen CPM-Computern zu lesen, musste das Laufwerk 1571 verwendet werden, das neben dem GCR, dem Commodore-Format, auch das in der CPM-Welt verbreitete MFM-Format unterstützte. Der C128 erschien zunächst in einem All-in-One-Gehäuse, Tastatur und Computer in einem Gerät, wie auch der Commodore C64. Später gab es allerdings auch die Variante Commodore 128D, wie bei den damals auch auf dem Markt schon befindlichen PCs, war es hier so, dass der Computer in einem Extragehäuse war mit eingebautem Diskettenlaufwerk und die Tastatur einzeln abgesetzt mit einem Kabel mit dem Computer verbunden wurde. Dafür war in der Haupteinheit direkt das Diskettenlaufwerk enthalten. Der C65 sollte 1991 als Nachfolger des C64 erscheinen, und zwar deutlich schneller sein und bessere Grafik- und Soundfähigkeiten sowie ein eingebautes 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk bieten, aber trotzdem C64-kompatibel sein. Dieser Rechner wäre die optimale Brückentechnik gewesen, um das zu diesem Zeitpunkt bereits 9 Jahre bestehende C64-Ökosystem in die 90er Jahre zu bringen. Leider wurde es allerdings von Commodore, die ihrer 16-Bit-Amiga-Plattform keine hauseigene Konkurrenz machen wollten, nie auf den Markt gebracht, sodass nur eine dreistellige Anzahl Prototypen des C65 mit noch nicht fertiggestellter Software existiert. Der seit 1993 entwickelte Software-Emulator Vice emuliert beinahe jeden 8-Bit-Computer von Commodore mit allen denkbaren Erweiterungen auf so ziemlich jedem Betriebssystem unter der Sonne. Auch der Multisystem-Emulator MAME kann die Software für die 8-Bitter von Commodore einschließlich des C65 abspielen. Es gab über die Jahre immer wieder Hardware, zuletzt D64, ein moderner ARM-basierter Computer im C64-Gehäuse, die mit diesen GPL-lizenzierten Emulatoren ebenfalls in Lizenz mitgelieferte C64-Spiele ausführten. Der erste FPGA-basierte C64-Hardware-Emulator war der in der zweiten Folge dieser Serie bereits erwähnte C1 von Jerry Ellsworth von 2000, der auch die Grundlage für den 2004 erschienenen C64 DTV, einen komplett im Gehäuse eines Competition Pro Joysticks enthaltenen C64 mit Spielen in einem Flash-ROM bildete. Der Chameleon 64 ist einerseits eine Erweiterungskarte für den C64, die eine konfigurierbare Speichererweiterung sowie viele moderne Ports bietet, aber auch ohne C64 betrieben werden kann und dann den C64 über den eingebauten FPGA-Baustein emuliert. Viele FPGA-Systeme wie der Minimic, MIST und MISTA bieten ebenfalls C64-Cores. Und den C64-Core des MISTA mit sämtlichen seiner Möglichkeiten werden wir uns in der nächsten Folge ansehen. Also abonniert doch diesen Kanal, wenn ihr das sehen wollt. Bis dahin wünsche ich alles Gute. Ciao!